Hier wohne ich also. Falls es Sie interessieren sollte oder den einen oder anderen unter Ihnen, wie ich arbeite, meine Einfälle habe ich nicht hier, sondern unterwegs. Mit einem Stück Papier und einem Bleistift bewaffnet, abends und nachts in Lokalen. Hier werden die Zutaten gesammelt und zu Hause wird gekocht. Da sitze ich dann also am breiten Fenster mit der Schreibmaschine, mit den Notizen, tippe. Wir wohnen das dritte Jahr hier und ich erlebe zum ersten Male eine Wohnung, von der aus man in den Garten, in die Wiese gehen kann, von der aus man einen Blick in die Natur hat. Das ist etwas ganz Neues für mich, denn in meiner Jugend wohnte ich ohne Balkon. Das ist die jüngste unserer vier Katzen, die fotogenste und die relativ geduldigste, wie Sie merken. Aber es ist noch schwerer, eine geduldige Katze zu halten, als ein Drehbuch zu schauen. Bitte kommen Sie doch herein. Hier ist mein Arbeitsplatz. Aber vorher schauen Sie sich doch bitte in meinem Häuschen ein bisschen um. Ich habe das Häuschen 1949 nach der Währungsreform gebaut. Und das ist der Wohnraum. Hier ist mein Arbeitsraum. Kann mich ganz abschließen, wenn ich will, vor lästigen und vor netten Menschen. Manchmal muss ich mich sehr konzentrieren auf meine Arbeit. Das werden Sie verstehen. Aber an und für sich ist es doch so, dass jeder Künstler seine Atmosphäre haben muss. So, und jetzt will ich Ihnen etwas von mir erzählen. Ich liebe die Musik und ich liebe meinen Beruf unendlich. Manchmal komme ich mir wie ein Zauberkünstler vor. Irgendetwas beginnt in mir zu klingen, ich schreibe es aufs Papier und dann kann ich damit die Menschen rühren. Oder ich kann sie abstoßen, ganz wie ich will. Ich bin auf vielen Gebieten der Musik tätig. Zunächst habe ich Lieder komponiert, die von vielen berühmten Sängern gesungen wurden. Schlusnuss, Corinera, die Berger, Ivo Gün, Miacek. Viele haben sie gesungen mit Erfolg. Dann habe ich Opern geschrieben, von denen die bekannteste der Schneider-Webel geworden ist. Eine Oper vor 20 Jahren, die in Berlin 1938 zur Uraufführung kam und die auch heute noch viel gespielt wird. Hier ist ein kleines Motiv, ein Liebesmotiv, das ich sehr gern habe. Dann habe ich viel Bühnenmusiken komponiert. Ich war 10 Jahre musikalischer Leiter von Gründgens am Berliner Staatstheater. Dann in München, habe hier auch viel geschrieben, für Fehling, Hübner, viele Inszenierungen. Und dann auch beim Film. Vielleicht haben Sie alle irgendwelche Musiken von mir gehört. Ich habe zur Nachtwache,
zu Dr. Holl, zu Sauerbruch, zu geliebte Feindin, zu... Und in letzter Zeit für Teufel in Seide zierte ihr das Geheimnis und mit Harald Braun Regine komponiert. Schon eine ganze Masse. Und sehen Sie mal, wie viel in meinem Regal an eigenen Arbeiten schon zu sehen ist. Und hier ist die Partitur meiner neuen Oper. Den Titel verrate ich Ihnen noch nicht, bis sie nicht ganz fertig ist und selber vor mir Bestand gefunden hat. Aber ich finde, so eine Seite sieht hübsch aus. Sie erfordert viel Konzentration. Mein Lehrer Wolf Ferrari sagte immer zu mir, schreib nur nicht zu viel Noten. Je weniger du schreibst, umso besser ist es. Aber manchmal sind es halt doch noch genug oder zu viel Noten geworden. Jetzt habe ich Ihnen aber genug erzählt. Ich finde, Musiker sollten gar nicht so viel reden. Sie sollten lieber Töne von sich geben. Deshalb spiele ich Ihnen noch etwas aus dem Schneiderlied.